Glückwunsch, du hast deinen Rollladen zerstört. Das haben so viele kommentiert, aber ich habe gar keinen Rollladen. Ich finde es immer wieder geil, wie Leute auf TikTok einen kurzen Ausschnitt sehen und mal glauben, sie wissen wieder alles. Gut, Leute, ich bin immer noch ein bisschen krank, deswegen geht's weiter mit dem Heimkino, ich habe nichts zu tun. Also Beamer hält mit neuen Dübeln, jetzt kommen hier diese Hohlraum-Rigips-Dinger da rein, also mal ein Loch bohren, dann diese Haken da durchstecken und dann kann man schon die Leinwand aufhängen. Leider ging sich da nicht aus, wir müssen die ein bisschen abhängen. Dafür habe ich ein paar Paracords, da machen wir jetzt so eine kleine Schlaufe und hängen die einfach um ein paar Zentimeter runter, also einfach so ein Schlaufending. Jetzt die Leinwand einfach mit diesen Schlaufen aufhängen und funktioniert. Leider ist diese Leinwand sowas von absolute Kacke, ich würde sie sofort in den Müll werfen. Für normale Projektoren ist das Ding gut, aber für Kurzdistanz, die ist einfach nicht gespannt, die ist total wellig und das Bild ist total verzogen. Ich habe jetzt noch einen Firestick drangehaut, dass man streamen kann. Ich habe unten noch ein bisschen Gewichte draufgegeben und habe es dann irgendwie geschafft, dass das Bild halbwegs okay ist. Und ja, Leute, jetzt weiß ich, warum die guten Leinwände von Vivid Storm so teuer sind, also bestelle ich mir eine neue.